Ja, sehr gut. Macht es toll. Auch ganz ruhig im Spielaufbau, sehr zweikampfstark, gewinnt auch die Kopfbälle und ja, Riesenkompliment. Ja, ein sehr gutes Timing. Das hat man auch schon vorher gesehen, wenn er im Mittelfeld gespielt hat oder bei Ecken kommt er oft zum Kopfball. Ja, ich meine, es passt schon gut. Er ist jetzt nicht der Größte, aber er ist sehr gut in der Spieleröffnung, hat ein gutes Passspiel, ist zweikampfstark. Deswegen war es nicht so abwegig für mich, aber man hätte vielleicht auch gedacht, vielleicht dass Arturo, weil er ein bisschen größer ist oder es auch schon gespielt hat oder Xabi nochmal, aber der Joshua hat das super gemacht und da können wir uns freuen, dass er so in die Bresche gesprungen ist. Nicht viel, glaube ich, aber das entscheidet der Bundestrainer und Joshua ist auch noch jung und ist ja eigentlich ein Sechser und da haben wir ja sehr viele. Ich glaube, der, wie heißt er, Weigel von Dortmund ist auch ein junger, sehr guter Sechser, aber wir haben natürlich auch noch mit Ilkay, Toni, Basti, Sammy Sechser, die auf sehr hohem Niveau spielen. Ja, ist natürlich ein bisschen klar. Er spielt in meiner Mannschaft, er ist ein sehr guter Spieler und ich trainiere jeden Tag mit ihm und da wäre er dabei, ja.